Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts Die Litzigen mit dem Titel Dem Felix sein Disney. Wie angekündigt folgt heute eine Disney-Episode. Das Ganze läuft so ab, der Sven wird mir ein paar Fragen stellen, mir als Disneyland Paris-Experte. Und ja, ich gebe mein Bestes, sie zu beantworten. Erstmal auch Hallo an Sven. Hallo. 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 Ja, Felix, wie geht's dir, bevor wir loslegen? Ach, mir geht's soweit gut. Woche ist überstanden, heute ist Freitag. Und dir? Ja, auch. Freut mich zu hören. Ja, können wir ja loslegen. Ja, leg einfach direkt los. Okay, genau. Du hast ja schon erklärt, wie es heute ablaufen wird. Heute ein Disneyland Paris Special. Felix ist ja schon seit vielen Jahren Jahreskarten, ne? Das sind nochmal Dauerkarten. Dauerkarte ist beim Fußball. Fußball. Jahreskarteninhaber. Und der hat ja quasi den Park schon von allen Ecken gesehen. Und kann uns allen da sicherlich echt gute Tipps geben, was man da machen kann. Und ich glaube, das ist für viele echt ein guter Guide, wie man mit Disney umzugehen hat, wie man mit Disney in Paris umzugehen hat. Und wir wollen euch heute echt einfach mal so die besten Tipps von einem Experten mitgeben, weil Felix da absolut der Brain ist, das Brain ist. Auf jeden Fall. Okay, also wir haben es ja schon mal gerade gesagt, du hast ja eine Jahreskarte. Wir hatten ja auch in der letzten Folge schon mal gesagt, es gibt unterschiedliche Arten der Jahreskarte. Was hast du für eine und was sind so die Vorteile dieser Karte? Also es gibt insgesamt vier verschiedene Arten von Karten. Einmal die Discovery, die Magic Flex und Magic Plus und die Infinity. Das ist halt so gestaffelt, man kann die teuerste nehmen, das ist die Infinity, oder die billigste, das ist die Discovery. Ich habe selber die Magic Plus. Das ist die zweiteuerste. Und die kostet aktuell 299 Euro pro Jahr. Man kann das auch auf Raten zahlen, habe ich mir sagen lassen. Damit kommst du halt an 350 Tagen im Jahr in den Park. Auf Raten kann man das auch zahlen? Ja, tatsächlich, ja. Ach, cool. Ja, wenn man sich vorstellt, man ist jetzt eine vierköpfige Familie und man möchte sich die Infinity-Karte leisten, die kostet mal eben 450 Euro. Pro Nase. Und keine Vergünstigung für Kids eine haben möchte. Nee, gar nichts. Also es ist echt von 0 bis 130 gleicher Preis. Ja. Krass. Genau. Ja, dann kann das schon eine hohe Summe werden, die man da vor Ort zahlen sollte. Und meine Magic Plus, die hatte ich auch letztes Jahr auch schon. Wir sind damit sehr zufrieden, weil du kriegst halt 10% in den Disney-Shops, was auch schon mal gut ist. Du kannst deine Freunde vergünstigt mit reinnehmen. Das ist auch nochmal cool. Kostet jetzt nur 45 Euro. Weil, für wie gesagt, so eine Tageskasse? Also für einen Tageseintritt? Genau, für beide Parks aber auch. Das ist auch nochmal der Vorteil. Ne? Weil, wie ich gesagt habe, wenn du beide Parks machen möchtest, wie in der ersten Episode, kostet das 107 Euro. Mhm. Was eine Menge Geld ist. Und wenn du für 45 Euro reinkommst, da kriegst du auch ein paar Freunde überredet, die auch mal mit nach Paris zu nehmen. Ja, und dann kannst du halt noch andere Sachen sind da mit drin. 10% auch in den Restaurants, das ist auch nochmal cool. Oder in gewissen Shows im Disney Village, also dem Vorort vom Disneyland, wo man sich dann abends aufhalten kann. Und ja, so Kleinigkeiten. Du kannst dann auch so einen schnelleren Eingang nehmen. Das finde ich immer ganz angenehm, weil morgens so gegen 10 ist es halt brechend voll. Alle Eingänge übertrieben voll. Man steht da draußen in der Schlange an. Man will ja einfach nur rein. Und das ist nur für die Magic Plus Besitzer und die Infinity. Also die anderen beiden, die können das nicht. Okay. Sondern nur die höherwertigen, also die teureren. Ja, also die beiden teuersten können früher in den Park oder über diesen Schnellzugang reingehen, ja? Genau. Du hast ja quasi so einen VIP-Zugang. Das ist echt cool, weil die begrüßen dich auch dann im Regelfall auch mit deinem Namen. Die sagen dann, ja, Good Morning Felix oder dann auch Französisch, aber ich weiß ja auch nicht mehr, was das heißt. Bonjour. 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 Ja. Genau. Ja, aber wie läuft das denn, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ich möchte eine Jahreskarte haben? Musst du dann extra dahin fahren oder kannst du die online bestellen?
Ich habe sie selber immer vor Ort geholt, weil das ist auch ein cooles Kauferlebnis, weil die haben eigenen, also im Park selber gibt es dann so einen eigenen, ja, so ein eigenes Häuschen, wo du das machen kannst. Das ist so eine Service-Station. Und wenn du quasi jetzt als Erstbesucher da hingehst, du bist einen Tag da, hast deinen Ticketpreis gezahlt und dann sagst du, ey, das ist so Hammer hier, ich möchte eine Jahreskarte holen, dann kannst du da hingehen, dir die eine kaufen und der Preis, der Eintrittspreis wird sogar abgezogen von der Jahreskarte. Das ist halt auch nochmal fair. Ja, und weil die brauchen auch von dir ein Foto, das ist mit, also individualisiert, da kommt ein Bild von dir drauf, deswegen denke ich, du kannst das eigentlich nur vor Ort machen. Ja. Bin mir aber nicht 100% sicher, aber wenn, ich würde es eh empfehlen, weil ich würde mir nicht jetzt blind eine Jahreskarte holen, ohne jemals da gewesen zu sein, und wenn man sich eine holen möchte, dann ab dafür, wenn man eh vor Ort ist. Weil das ist auch cool, da kriegt man so ein geiles Paket mit so, ja, mit Tinkerbell drauf und so, das ist schon echt hochwertig und cool. Ja. Ja, ist natürlich, oder wenn du dich im Nachgang entscheidest, das war jetzt mein Gedankengang, wenn du jetzt 2 Tage da warst und sagst, boah, das war so geil, da will ich jetzt nochmal hingehen, dann wäre es ja vielleicht eine Alternative, das online zu bestellen, ne? Du kannst auch, also online ist immer schwierig bei Disneyland, die meisten Sachen gehen immer nur telefonisch. Okay. Die haben auch deutschsprachige oder englischsprachige Mitarbeiter, ist kein Problem. Mhm. Darüber bestellst du zum Beispiel oder reservierst du auch zum Beispiel Tische in Restaurants, und wenn du sagst, da, ja, ich möchte eine Jahreskarte, dann helfen die auch einem weiter. Also, ja, also kannst du sagen, so, ich nehme 2 Tische im Restaurant, morgen noch eine Hotelübernachtung und pack mir eine neue Jahreskarte oben drauf, so, ne? Ja, quasi. Wie bei Mac ist am Drive-In. Hammer, okay. Ja, ähnlich, ja. Also, und was ist jetzt in der Jahreskarte drin? Eintritt, und sind da auch irgendwelche Fastpässe drin? Fastpässe in dem Sinne, ja. Also du kannst ja generell im Disneyland, das finde ich auch super, das System, wenn du ein Ticket hast oder eine Jahreskarte, kannst du zu verschiedenen Attraktionen gehen oder Achterbahnen. Nicht alle haben Fastpass-System, aber die meisten. Und du kannst da hingehen, deine Jahreskarte oder Ticket vorhalten, dann kriegst du für eine gewisse Uhrzeit, immer so 20-Minuten-Slot, eine schnellere verkürzte Warteschlange. Also du kannst dann so einen Seiteneingang gehen, so einen Secret-Eingang, und kommst dann schneller ran und musst weniger warten. Ja, und ich kann mir mit der Jahreskarte immer einen ziehen, aber nicht mehrere gleichzeitig. Also die andere muss erst wieder ablaufen, bevor ich mir einen neuen Fastpass ziehen kann. Aber das erzähle ich gleich noch, wie man es am besten macht, wenn man so sagt, okay, wie soll ich meinen Tag da verbringen, wenn ich nur einmal da bin? Okay. Weil es ist schon wichtig, den Fastpass klug einzusetzen. Okay, aber es sind welche drin, die normalerweise als Standard-Tagesbesucher nicht hättest. Ja, grundsätzlich nicht, nee. Also du kannst mit dem Ticket auch immer die Fastpass ziehen. Das ist halt ein bisschen schade. Mhm. Es gibt noch ein Fastpass-System, da kannst du dir, ich weiß nicht genau, wie teuer das kostet, da gibt es auch wieder verschiedene Modelle, Super Fastpass, Ultimate Fastpass. Die kosten dann auch zwischen 30 und gehen hoch bis 150 € für einen Tag. Mhm. Und da kannst du für verschiedene Attraktionen die ganze Zeit halt einen Fastpass holen. Und die teuerste, das ist so die unbegrenzter, schneller Zugang, die Ultimate Fastpass, die kostet 150 €, und da kannst du aber wirklich, also von Peter Pan Bahn, Star Wars Hyperspace Mountain, du kannst überall deine Fastpass ziehen. Das heißt, du musst eigentlich, also für 150 Scheine extra, brauchst du nichts anstehen. Kann man so sagen, ja. Ah, okay. Ja, ist ja günstig. Das lohnt sich ja. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Jetzt sind wir ja so ein bisschen auch bei dem Thema, was haben wir eben schon mal gesagt, hinfahren, ne? Was ist denn der günstigste oder die kostengünstigste Möglichkeit, zum Park zu kommen? Also ich bin immer, also es gibt 2 Varianten, wie ich dahin gefahren bin. Es kommt ja immer darauf an, wenn man jetzt, sag ich mal, in Paris ist, dann kann man da unten den Zug nehmen mit örtlichen, dann ist man auch für 15 € da. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich fahre nur fürs Disneyland dahin, dann kann man entweder den Thales nehmen. Ich glaube, das ist auch eine relativ bekannte Zugstrecke. Mhm. Wenn man 3 Monate vorher bucht, kostet eine Strecke nur 35 €. Also 70 € hin und zurück pro Person. Mhm. Und man ist dann wirklich in 4 Stunden in Paris. Man muss aber dann noch bedenken, okay, man ist in Paris vom Hauptbahnhof und muss dann nochmal zum Disneyland. Dauert auch nochmal 1 Stunde. Und kostet halt auch nochmal ein bisschen extra. Ist aber umweltfreundlich und ja, auch angenehm. Ne? Man hat dann keinen Stress, man ist einfach da. Ich fahre aber auch häufiger mit dem Auto hin.
Ja, roundabout, also ich habe Benziner, sind so 120 Euro Sprit plus 15 Euro Mautgebühren. Und wenn man keine Tage, ja genau, hin und zurück, wenn man, also man ist so circa 5 Stunden unterwegs oder so jetzt aus Düsseldorf. Wenn man aber keine Jahreskarte hat und am Disneyland parken möchte, kostet das auch nochmal 35 Euro extra. Und das ist auch pro noch Tag. Included, wenn du pro Tag, ja, wenn du eine Jahreskarte hast. Okay. Das ist halt echt heftig, ne? Es kommt auch immer darauf an, okay, wo schlafe ich, ne? Welche Unterkünfte gibt es so? Kann ich da mein Auto stehen lassen? Kann ich da parken? Kann ich da mit dem Shuttlebus zum Disneyland? Aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich fahre da hin, will da parken, kostet es 35 Euro. Boah. Und ich finde das halt echt viel Geld, ne? Kommt halt einfach nochmal oben drauf. Das heißt aber, diese 35 Euro parken ist direkt um den Park drum. Das ist nicht, also wenn du sagst, keine Ahnung, ich fahre zum Park, dann bezahlst du rund um den Park 35 Euro parken. Genau. Also das ist so ein eigener Spezialparkplatz. Da fährst du dann so durch so ein Disneyland Paris Tor mit den Mitarbeitern. Dann sind da verschiedene Disney-Figuren schon abgebildet oben und dann fährst du rein und dann kannst du mit so, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Es gibt ja die Rolltreppen, ne? Nur die gar nicht keine Treppen sind, sondern einfach so Rollbänder. Kennst ja, die, wie, im Flughafen. Auf Mallorca. Ja, genau. Im Flughafen. Ja, 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 genau. Ja, ja. Die, wir haben genau. den Biertransporter genannt. Genau. Und die, die fahren dann dich bis zum Eingang und dann musst du halt nur noch mal durch den Eingang, durch die Sicherheitskontrolle und dann bist du drin. Ja, aber da darfst du 35 Euro für, von der Bank holen. Auf jeden Fall. Es ist halt viel Geld. Boah, das ist echt teuer, ne? Wenn man überlegt, dass alles im Disneyland Paris nicht gerade günstig ist. Und wenn ich da kommen wir, glaube ich, auch nochmal gleich zu Übernachtungsmöglichkeiten. Aber vielleicht können wir das schon mal vorweggreifen. Wenn ich in einem Disney-Hotel penne, kann ich da umsonst parken oder muss ich das auch bezahlen? Es ist im Preis mit drin, also in der Übernachtungsgebühr. Okay. Packen die dann auf den Preis drauf. Genau. Okay. Ja, es ist, ja. Also deiner Meinung nach entweder Thalys, kostet aber ungefähr das gleiche eigentlich, als würde ich mit dem Auto fahren und dauert eigentlich auch genauso lange, ne? Ja, du bist genauso lange unterwegs. Mit dem Auto bist du natürlich ein bisschen flexibler, wenn du jetzt selber sagst, okay, Sonntag ist Abreise, der Zug fährt um 16 Uhr, dann muss halt da sein. Ja. Wenn du aber Sonntag dann irgendwie noch Bock hast, okay, ich will nochmal das Feuerwerk sehen oder ich will die Parade sehen, dann kannst du halt nochmal da bleiben und später fahren. Also ich mag halt diese Flexibilität sehr, weil Freizeitparkbesuche sind ja häufig auch vom Wetter abhängig und wenn das Wetter dann doch gut ist und man hat Bock und will noch da bleiben, dann ist es schon echt angenehm, im Auto zu fahren. Okay, gut. Da muss halt jeder für sich gucken, was er am besten passt, aber eben. Preislich tut sich und zeitlich tut sich da eigentlich nicht viel. Nee. Gut, jetzt haben wir es ja gerade schon mal angesprochen, als wir über Parkplätze gekostet haben und nicht gesprochen, sondern wir haben über Parkplätze gekostet, denn sie sprochen 35 Euro. Welche Übernachtungsmöglichkeiten kennst du denn da? Oder wo sagst du so, das lohnt sich eigentlich und da würde ich mal eben alles klar. Sagen, das wäre eine Empfehlung für mich. Auf jeden Fall, kann ich gerne machen. Wir schlafen meistens im He Park. Das ist ein Hotel in Cerie. Cerie ist eine Vorstadt vom Disneyland, sage ich immer. Also da habe ich das Gefühl, da wohnen auch die ganzen Mitarbeiter, die so in Disneyland beschäftigt sind. Cerie selber bietet halt viele Übernachtungsmöglichkeiten. Also entweder kann man auch da Airbnb nutzen. Haben wir auch schon mal gemacht mit mehreren Freunden. Super günstig, super nah am Disneyland. Man kann sogar wirklich auch zu Fuß gehen. Also vom Hotel zu Fuß ins Disneyland sind es rund 15 Minuten. Und wenn man fauler ist, dann kann man auch den Shuttlebus nehmen. Der fährt von morgens, ich sag halb neun oder so, fährt er los in der Nebensaison bis abends, wenn man da ein bisschen in der Village noch was trinken möchte. Also eigentlich die ganze, ganze Zeit, wenn du so willst. Ja, du hast da eigentlich halt einen permanenten Transport oder Shuttle. Ja, genau. Und der absolute Vorteil vom He-Park ist, es ist günstig. Also man zahlt da 100 Euro pro Nacht für ein Doppelzimmer. Man hat sogar eine eigene Küchenzeile mit drin. Frühstück ist mit dabei. Oh. Und okay. Hier kommt der kleine Geheimtipp. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch ein Geheimtipp und nicht so viele Leute nutzen das. Also bei den ganzen Followern, die wir haben, ist das morgen kein Geheimtipp mehr. Scheiße. Nee, du kannst da halt wirklich gut und umsonst parken. Das ist phänomenal. Immer, wenn ich mit dem Auto da gewesen bin, habe ich immer einen kostenfreien Parkplatz gefunden. Direkt am Hotel oder um die Ecke. Und das Coole an Cerie ist, also wo der He-Park auch drin ist und wo es ganz viele Airbnbs gibt, du kannst da auch Sachen machen, wenn zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin eine Woche da und es einen Tag regnet es halt. Das hatten wir auch schon mal. Die haben da ein riesen Einkaufszentrum mit Outlet
bis zum Abwinken. Also wirklich, da kann jedes Shopperherz geht da hoch. Das ist so eine kleine, und, kleine Stadt auch noch, ja? Ja, genau. Und die ist richtig süß eingerichtet. Also französischen Flair, gibt es noch ein paar Bars und leckere Restaurants. Und die haben auch ein Sea Life, was echt super eingerichtet ist. Also ich glaube, das war das beste Sea Life, in dem ich jemals war. Das ist natürlich halt echt der Wahnsinn. Und man ist halt so nah am Disneyland. Und man zahlt aber nicht so viel Geld, weil, nächster Punkt, die Disney-Hotels selber, die sind zwar mega schön und das lohnt sich, aber es kostet halt auch extrem viel Geld. Mhm. Es gibt teilweise auch gute Angebote, vor allen Dingen so komplett Familienangebote. Da zahlst du halt echt viel, aber da ist zum Beispiel das Ticket für den Park mit drin. Du kriegst so ein Early-Ticket, dass du halt vor Parkbeginn diese Magic Hour nutzen kannst, die eigentlich nur Jahreskartenbesitzer nutzen können. Also man kann dann früher in den Park, bevor der offiziell öffnet. Und ja, du kannst da essen, du bist super nah im Disneyland, super schön eingerichtet. Aber mir war es, oder uns war es immer viel zu teuer. Ja. Weil da kostet manchmal auch eine Nacht mal eben 1000 Euro und die hat man eigentlich nicht. Also wenn man nicht so oft dahin fährt. Wenn man das einmal machen möchte, man müsste sich ja ein schönes Wochenende machen, dann gerne. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin da mal durchgelaufen, haben uns das mal angeschaut. Aber selber war ich jetzt noch nicht da. Dritter Geheimtipp ist, es gibt in der Nähe vom Disneyland auch Centerparks. Das kennt man so aus Holland und Belgien. Ja, genau, daher kenne ich das auch. Genau. Und da kannst du halt so Bungalows mieten, hast noch ein riesen Schwimmbad mit dabei. Das ist mit dem Auto circa 15 Minuten entfernt. Und wir waren damals mit 6 Personen, haben wir uns ein Bungalow gemietet. Und das war halt extrem cool. Wir haben eine ganze Woche da verbracht und sind dann morgens mal schwimmen gegangen, sind mit dem Auto kurz rüber, konnten ja kostenfrei parken wegen der Jahreskarte und sind dann immer hin und her geswitcht. Und man hatte dann halt diesen doppelten Urlaubsfeeling. Einmal Centerparks live mit viel Schwimmen gehen, bisschen Outdoor-Aktivitäten und man hat dann nochmal das Disneyland. Das war echt heftig, heftig. Okay, aber dann haben wir doch zwei super günstige Alternativen, wo wir sagen, die lohnen sich, die haben deiner Meinung nach auch einen guten Qualitätsstandard, da kann man bedenkenlos empfehlen und ist auch nicht weit zum Park und du hast eine gute Anbindung auch bis abends dahin, ne? Auf jeden Fall. Okay, so jetzt haben wir uns ja eigentlich fast die ganze Zeit so ein bisschen außerhalb und um den Park herum bewegt, jetzt wollen wir mal in den Park reingehen. Und da ist ja auch häufig so eine Frage, ja, was mache ich jetzt am besten, wo gehe ich als erstes hin, wo ist es nicht so voll, wo rennen die Massen direkt hin, hast du da so Erfahrungswerte, wo du sagst, da rennen sie morgens alle direkt hin und am besten erst mal dahin gehen? Auf jeden Fall, also da haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt in den letzten Besuchen. Man muss jetzt unterscheiden, also ich rede jetzt nur vom Disneyland, auch wo das Schloss drin ist und nicht von Studios, ja? Damit würde ich hier so anfangen. Ja, weil, das ist ja der Hauptpark. Eigentlich fährt man ja auch erst, ja, der Hauptpark quasi, genau. Und der ist aufgeteilt, man muss sich das vorstellen, in der Mitte ist das Schloss und dann gibt es so 4 Welten drumherum. Und die meisten starten wirklich nach dem Uhrzeigersinn im Frontierland, gehen dann ins Adventureland, Phantasialand und Discoveryland. Und wenn du schlau bist, startest du genau andersrum. Heißt also, du startest im Discoveryland, da wo Hyperspace Mountain ist und so weiter. Also die Star Wars Sachen. Aber bevor du losgehst, habe ich noch eine wichtige Sache vergessen. Du rennst quasi in den Park rein und holst sofort dir einen Fastpass für Peter Pan Bahn. Weil die Peter Pan Bahn ist so beliebt. Also das heißt, da sind so viele Leute, die das machen möchten. Du wartest da normalerweise 90 bis 120 Minuten. Deswegen sofort dahin rennen, einen Fastpass holen, dann ab ins Discoveryland, die Star Wars Bahn fahren, also Hyperspace Mountain, dann hoch zum Fantasyland und danach kann man in der Regel schon auf die Peter Pan Bahn gehen. Nach der Peter Pan Bahn sofort rüber zum Big Thunder Mountain, da einen Fastpass holen, weil der ist auch super krass beliebt und dann halt das Frontierland durchstöbern und das Adventureland. Weil die meisten laufen halt wirklich, die gucken sich die Karte an, wenn die reingehen, kriegen die ja so einen Parkplan und die fangen dann im Uhrzeigersinn an, alles abzuarbeiten. Und noch ein Tipp, antizyklisch essen gehen. Heißt also, nicht so um 16, 17 Uhr zu Abend essen, sondern am besten was früher, weil zwischen 16, 17 Uhr ist das Hammer. Also dann klappt es wirklich extrem gut. Wie lange hat der Park in der Regel auf? Also es ändert sich immer, also im Winter hat der manchmal bis 19, 20 Uhr auf, also je nachdem wann das Feuerwerk ist, aber im
Sommer hat ja, wann ist da das Feuerwerk? Um 23 Uhr. Also es lohnt sich echt schon im Sommer dahin zu fahren, weil da hast du halt viel vom Tag. Aber es ist auch gerade mit Kindern oder sowas extrem anstrengend, ne? Weil wenn du überlegst, du stehst morgens auf, gehst frühstücken und bist um 9 Uhr im Park und dann bis 23 Uhr ist echt hardcore. Ja, auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn man sich den Tag so ein bisschen aufteilt, klug und vielleicht erst später essen geht, dann hat man ja nochmal ein bisschen mehr Energie, ne? Auf jeden Fall. Ja. Gut. Also das ist du würdest also auf jeden Fall auch, du würdest auf jeden Fall auch mit dem Hauptpark starten. Das heißt jetzt nicht irgendwie erstmal in die Studios gehen, wenn ich denn für 2 Tage ein Ticket habe, sondern erstmal in den Hauptpark, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, die Sachen erstmal am besten taktisch angehen und wenn man dann möchte, erst in die Studios, quasi mittags auf erst jeden Fall. Oder so. Ja. Ja. Ja, also okay. das sollte man auf jeden Fall machen. Oder halt wirklich sagen, auch wenn man nur einen Tag vielleicht Zeit hat, guckt, dass es irgendwie an 2 Tagen geht, weil an einem Tag schafft man eigentlich schon nicht mal den Hauptpark. Dann nehmt euch lieber einen Tag für den Hauptpark und den anderen Tag für Disney Studios, weil Studios hat auch viel zu bieten, gerade auch Shows und so weiter. Also, wenn man jetzt in Richtung Studios gehen würde, da kleine Reihenfolge von mir, direkt rüberrennen zu Ratatouille, die sich einen Fastpass holen, dann zur Crush Coaster und dann ist eigentlich egal. Also da kann man Freefall Tower machen oder Rock'n'Roller Coaster, die bald zu Iron Man wird. Das ist dann egal. Aber Ratatouille und Crush Coaster sind so die beliebtesten Attraktionen momentan da. Und da wartet man teilweise halt auch wirklich 80, 90, vielleicht auch 120 Minuten. Und das will man nicht, wenn man gerade nur 1 oder 2 Tage da ist. Jetzt gibt es aber natürlich die Leute, die sagen so, ich bin jetzt, keine Ahnung, 3, 4 Tage in Paris, ne? Komm, mach's mal einen Tag Disneyland und ich kaufe mir ja Kombi-Ticket, weil wenn ich schon mal da bin, dann will ich auch beide Parks machen. Was würdest du denn den Leuten sagen, die sagen, ich habe halt nur einen Tag, ich will aber beide Parks machen? Was würdest du denen raten? Okay, also dann würde ich denen auf jeden Fall raten, startet mit dem Disneyland, mit wo das Schloss ist, guckt nach dem Wetter und ladet euch auf jeden Fall die Disneyland-App runter, weil da stehen die Wartezeiten drauf. Und wenn man dann merkt, okay, der Disneyland, der Hauptpark wird ziemlich voll, die Anstehzeiten sind super lange, dann zack, rüberrennen, ist zwar ein bisschen weit, also ist ja auch anstrengend, wenn man die ganze Zeit den Park switcht, dann aber einfach rüber in Studios und da auf die Attraktion gehen. Also es lohnt sich schon immer mal wieder drauf zu gucken, wie verhält sich so die Masse, weil man kann es halt nie vorhersagen. Wir waren einmal im Sommer da, an einem Samstag, wo man sagt, also voller kann es ja eigentlich an einem Park nicht sein und da war es leer. Wir waren aber auch schon mal in der Woche da, wo es richtig kalt war, wo es geregnet hat und der Park war voll. Also das kann man leider nicht so über den Kamm scheren. Aber weil es einfach zu Disneyland dazugehört, würde ich mit dem Hauptpark starten, mit dem Schloss. Und dann ein paar Bilder machen, auf der Main Street USA ein bisschen rumlaufen. Ja, und dann überlegen, okay, was ist mir wichtig? Bin ich so ein Adrenalin-Junkie? Möchte ich erstmal die geilen Coaster fahren? Oder will ich erstmal ein bisschen die Magie vom Disneyland auffangen und so Sachen wie Peter Bahn oder sowas machen. Ja, also da muss man immer gucken, was bin ich für ein Mensch. Ne? Meistens ist ja so, da fahren ja auch viele Pärchen hin und da bestimmt eh die Frau was angeht. Kommt drauf an, wer die Hosen anhat. Kommt. Eben. Ja, okay. Aber du hast ja auch eben schon mal gesagt, du würdest dann noch empfehlen, so antizyklisch zu essen auch zum Beispiel und zur Pause zu machen. Was kannst du denn empfehlen zum Energiereserven auftanken? Zum Essen? Zum Essen, oh, Restaurants oder Snack-Ecken. Mhm. Also wo kannst du sagen, da was kannst du empfehlen? Da Witze. Ja, da gibt es natürlich auch eine Menge, ne? Also fangen wir mal mit den kleinen Dingen an. Wenn man so einen Kaffee möchte oder ich sag mal, saisonale Snacks, weil... Was sind denn saisonale Snacks? Also zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Seasons dort im Disneyland und wir waren neulich in der Frozen Season und Star Wars Season und dann gibt es halt verschiedene Snack-Corners, die besondere Sachen anbieten, zum Beispiel wie so ein Chewbacca-Café oder ein Olaf der Schneemann-Cupcake. Hast du Haare oder so drin, oder? Also, ja, nee, da ist so Chewie drauf und der ist halt einfach... Ja, der schmeckt auch so, Alter. Das ist einfach so eine heftige Kalorienbombe. Aber das kann man halt zwischendurch mal machen. Da brauche ich auch gar nichts zu erklären. Die sieht man, die überläuft man nicht. Wenn man jetzt so richtig sich den Bauch schlagen möchte, würde ich immer... Also den Bauch schlagen würde ich mich nicht gerne, aber... Bauch vollschlagen, sorry.
Dann würde ich gucken, okay, wie viel Geld möchte ich ausgeben, was ist mein Budget, weil natürlich gibt es auch so das Hakuna Matata Restaurant oder andere kleine Imbissbuden oder Schnellrestaurants, würde ich mal bezeichnen. Da kostet halt Menü 15 Euro oder auch im Discovery Land, da gibt es auch so Star Wars Burger, da kostet meistens ein Menü zwischen 15 und 20 Euro. So klassisch Burger Pommes sowas, ne? Ja, Burger Pommes, Nachtisch und Getränk. Finde ich aber nicht so geil, also wenn man jetzt echt sich gönnen möchte, man ist im Disneyland, dann empfehle ich auf jeden Fall in der Piratenbahn, Pirates of the Caribbean, diese Wasserbahn, da kann man drinnen essen. Das ist halt alles natürlich karibisches Essen, viel Seafood und so Sachen, aber man ist halt wirklich in der Achterbahn drin, also in dieser Kuppel von diesem Dark Ride und man ist da total im Flair und da kommt auch voll auf Jack Sparrow, der dich dann bedient oder irgendwelche Piraten bedienen dich, das ist halt richtig geil. Von Detailliebe ist da wirklich. Cool. Und dann kannst du den Leuten, die gerade in der Wasserbahn sind, winken. Mega lecker, aber da sollte man schon so mit einem Menü von 50 Euro pro Person rechnen. Genauso sieht es aus bei Ratatouille. Und Ratatouille ist mein persönliches absolutes Highlight da im Disneyland, weil jeder kommt da auf seine Kosten. Also wenn man ein bisschen spezieller unterwegs ist und mal was außergewöhnlich essen möchte, wird da glücklich, aber auch dieser klassische, boah, ich will ein Steak, eine Pommes und ein bisschen Ratatouille, einen Salat, geil. Und es geht sogar noch vom Preis. Also, man denkt immer, es ist krass teuer, weil man wirklich sich auch in dieser Welt von Ratatouille befindet. Man sitzt dann auf so kleinen Tischen und als Dekoration sind dann riesen Teller oder Nudelsiebe, die an der Decke hängen, die überdimensional groß sind. Du kommst dir halt wirklich vor wie eine Ratte aus dem Film. Das ist echt witzig. Das ist echt geil. Wenn man jetzt sagen möchte, okay, ich will sparen, ich will möglichst günstig essen, dann sollte man sich was mitnehmen. Genau, der zum Beispiel. Dann sollte man sich auf jeden Fall was mitnehmen und bis abends aushalten, weil im Disney Village gibt es halt auch McDonald's, was, ne, kennt ja jeder, brauche ich ja nichts zu sagen, oder eine Sportsbar, wo man echt günstig was zu essen bekommt und jeder auch satt wird. Das ist so Chicken, oder wahrscheinlich so Chicken Wings und ja, so. Ja, genau, oder Five Guys gibt es auch. Oh, geil, Five Guys ja, ist. Ja, genau. Beste auf jeden Fall. Oder der Klassiker, den auch viele kennen, Vapiano. Und da kommt man halt, da wird man satt, man weiß, was da auf einem zukommt. Ja. Und preislich hält es sich auch noch in Grenzen. Ne? Man muss aber leider den Park verlassen, ne, dafür. Das ist halt ein bisschen schade. Ja. Aber nur so, ist für mich ein kleiner Tipp. Also wir machen es immer so, wir gucken, entweder sagen wir, okay, wir gehen bei den Piraten oder bei Ratatouille essen, oder wir sagen, komm, wir halten uns über Wasser mit Baguettes oder was weiß ich, vom Frühstück irgendwas mitgenommen oder ich weiß nicht, ne, Salami-Sticks, keine Ahnung, so Freizeitsnacks, Freitagspark-Snacks. Snacks. Da ist er wieder. und die sind halt echt, ja, die sind gut in Disney Village, die Leute da. Wo ich das da immer so ein bisschen festmachen kann, wo man sagt, ist das teuer, ist das nicht teuer, sind ja die Bierpreise. Je nachdem, was du für ein Bier bezahlst, finde ich, weißt du eigentlich auch, was mich erwartet auf der Karte. Wo gibt es denn deiner Meinung nach im Preis-Leistungs-Verhältnis da im Park für unsere interessierten Zuhörer das beste Bier? Also das beste Bier, ich sag mal, in Klammern auch das einzige Bier, kriegt man außerhalb des Parks. What? Weil im Disneyland ist Alkohol nicht erlaubt. Ich geh da also nie nicht hin. Gern gesehen. Ich gehe da nie weil, hin. Du kannst also im Restaurant oder so. Ja gut, ist ja Familienpark. Doch, die wollen das wahrscheinlich. Ja, im Restaurant kannst du dir Wein und Bier kaufen. Also bei Ratatouille oder bei Piraten. Ja, genau, genau. Da kannst du dir einen kaufen und du zahlst aber einen Zehner oder so, ne? Ja, 57 bis 10 Euro kostet ein Bier. Was haben die das da? So französisches teuer. Zeugs da, ne? Wahrscheinlich. Franzbier. Ja, genau. Also wirklich. Das Einzige, was man. In Carlsberg haben die da auch. Das kennt man auch in Deutschland. Finde ich persönlich nicht so geil, aber. Gibt's im Stadion hier bei uns übrigens. Ja, I know. Aber ich finde es nicht so geil. Die haben ein Bier, ich habe den Namen aber wieder vergessen. Ich hatte den vorhin im Kopf. Ist das dieses 1500 Bier, das irgendwas? Hammer, dieses. Ja, genau. Oder irgendwas genau, mit so einer Jahreszahl, ne? Ja, das ist gut. Das kenne ich auch, ja. Das ist echt geil, weil die zapfen das frisch und es ist auch okay.
Genau. So Bier to go gibt's da gar nicht, außer in der in einem Snack-Corner, wo man so Hotdog kaufen kann. Da kriegt man aber nur Bier aus der Dose und das kostet irgendwie 5 Euro. Aber Dosenbier ist schon ein Stück weit geil, so finde ich. Ich finde, ja, Dosenbier ist so ein bisschen Camping-Fiebel. Auf jeden Fall. Camping-Fiebel. Zwiebel. Aber ich finde es extrem teuer halt für so eine 0,33er-Dose. 5 Euro, naja, habe ich keinen Bock drauf. Ist aber wahrscheinlich also wir, das günstigste. Wir sparen uns den... Ja, also mein Tipp, wenn man im Auto da ist und im Heatpack ist, nehmt euch eine Kiste Bier oder zwei, ein paar Flaschen Wein mit, lauft zu Fuß ins Disneyland, kippt euch da die ersten zwei, drei Bier rein, dann habt ihr einen schönen Tag und abends kann man sich in der Sportsbar oder da gibt es auch so eine Western angelehnte Bar, da kannst du auch Pitcher bestellen, das ist günstiger und da kannst du auch ordentlich Spaß haben. Ja, ich glaube, das ist es. 1664 heißt es gerade. Kronenburg. Ja, genau. Kronenburg 1664. Echt, also ihr merkt, wir sind ein familienorientierter Podcast. Wir empfehlen euch, wo ihr das beste und günstigste Bier bekommt. Auf jeden Fall. Okay, aber also das ist wirklich, Gastronomie ist da scheinbar wirklich gut. Aber auch, wenn man gut essen möchte, muss man auch gutes Geld bezahlen. Aber ja, ich meine, so angelehnt an alle möglichen Eintrittspreise und Parkpreise da, ja, rechnet mal, wie du es gerade sagtest, wenn ihr gut essen und trinken wollt, um die 50 Euro. Ja, auf jeden Fall. Und Burger Pommes, so das übliche Freitagspark. Freitagspark Essen, ab in die Fritteuse, kriegst du halt auch für einen Zwanni. Ja. Schmeckt scheiße, ist aber so. Ja. So. Wobei, die Sachen sind halt teilweise noch echt schön anzusehen, ne? Also so ein Jedi-Burger, den fand ich schon extrem geil. So, Jedi-Burger? So ja, so auf dem Burgerbrötchen ist dann so ein geiles Jedi-Symbol oder jetzt gab es einen BB-8-Burger. Ja, ist schon manchmal auch cool. Ja. Muss man schon sagen, sieht cool aus, aber ist halt echt vom Preis-Leistungs-Verhältnis teuer. Ja. Ja, also gerade diese ganzen Cafés und Cupcake-Geschichten, das ist so auch... ja, so Instagram-Hotspot, sag ich mal. Da kaufen sich das viele, um das zu fotografieren, essen es aber dann gar nicht, weil, keine Ahnung. Ja. Ja. Willkommen in unserer Gesellschaft. So ein Freitagspark hat ja auch mehr zu bieten als nur Sensationen und Attraktionen, sondern es gibt ja auch Shows. Gerade Disney ist ja bekannt für sein reichhaltiges Sortiment an erstklassigen Entertainment-Shows. Welche Shows kannst du denn empfehlen? Also, wenn man da ist, sollte man auf gar keinen Umständen die Disney-Parade um 17 Uhr verpassen. Da sollte man sich am besten irgendwie rund ums Schloss platzieren. Die kommt dann um 17 Uhr... kommen dann verschiedene Wagen mit Musik und dann sieht man die ganzen Disney-Charakteren, ist Hammer. Und natürlich Disney Illumination, das Feuerwerk am Schloss. Also das sind so die Must-Haves, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Und es gibt viele Leute, die sagen, ja nee, scheiß mal auf die Show, ich will lieber nochmal eine Runde Achterbahn fahren, jetzt sind die Wartezeiten so kurz. Nein, genieß das, weil das macht den Disney-Park aus, die geben sich echt viel Mühe und das ist echt geil. Also für Groß und Klein was. Ja, also als ich das erste Mal da war und mitten vorm Schloss auf dem Platz stand, wir haben eine Stunde vorher gewartet, um einen coolen Platz zu kriegen, und es dann losging und der ganze Park wurde dunkel und die Boxen gingen an, also das glaubt man gar nicht, was die da auffahren, jeden Tag im Disneyland, jeden Tag. Einzige Ausnahme ist, wenn halt wirklich stürmt und hagelt und schneit, dann machen die nur die visuelle Show und ohne Feuerwerk, aber sonst jeden Tag und es ist einfach... sensationell. Und das rundet den ganzen Tag halt ab, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man, weiß ich nicht, seit 9 Uhr da unterwegs ist, man läuft dann irgendwie seine 30.000 Schritte, dann ist abends wirklich platt. Man ist müde. Man will einfach nur Schloppe. Aber die ganze Show, also das Illumination, die Illumination ist halt Hammer. Die bringt dich nochmal richtig nach vorne. Definitiv sehenswert. Und das ändern die auch in einem gewissen Rhythmus ab. Ich kenne ihn jetzt nicht auswendig, also sind mehrere Jahre, wo die Shows ändern. Aber es gibt ja noch die Seasons. Oh. Das sind unterjährige, kleine, sag ich mal, Events. Ich als großer Star-Wars-Fan liebe natürlich die Season Legends de la Force, weil im Disney Studios... Ja, du kannst das gut. Da ist Star Wars natürlich ganz oben...
ganz oben auf der Liste. Ja gut, also jetzt da kann man dann Darth Vader treffen. Seit kurzem natürlich, seitdem Disney das Franchise ja auch verkauft hat, ne, kann man ja wirklich sagen, ist das, also klar, natürlich für Star Wars-Fans echt nochmal Hammer. Ein Punkt, wo man sagt, dafür wird man schon ins Disneyland fahren. Ne? Ja, das war auch tatsächlich so einer der Hauptgründe, warum ich meinen Erstbesuch da gemacht habe, beziehungsweise meinen Zweitbesuch, weil die erste Season dann kam, wo Episode 7 rauskam, und das ist einfach nochmal ein ganz anderes Niveau, wenn man dann Star Wars Fan ist und man hat dann noch extra Shows, da sind dann, also abends gibt es ja auch ein Feuerwerk, das ist eine halbe Stunde vor der Illuminations im Hauptpark, und dann laufen da Darth Vader rum, dann gibt es dann einen Imperial March oder alles mögliche, man kann Shootings machen mit Chewbacca, mit der Rey, also mit allen Sachen, allen Charakteren aus dem Star Wars Universum, das ist so cool. Im Disneyland selber, bleiben wir kurz im Studios. Neben Star Wars wurde da auch Marvel angegliedert. Es gibt nämlich auch eine Marvel-Season, die ist auch cool. Aber ich warte jetzt mal ab, weil die bauen ja gerade eine eigene Marvel-Welt. Da wird sich auch einiges tun. Wo wird die angedockt, die Marvel-Welt? Also zum Hauptpark oder Studios? Zum Studios, ja, genau. Also die kommt genauso wie die Frozen-Welt von Die Eiskönigin, Teil 1 und Teil 2. Kommt Arendelle, also die Hauptstadt aus dem Film. Hauptstand. die wird da auch hingebaut. Genauso wie die Star Wars Welt. Also Disney Studios wird größer und krasser, definitiv. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr. ja. Irgendwas. Da ist sie da. Und die alte Rock'n'Roller Coaster ist die Coaster für dich und mich. Die wurde umgebaut jetzt für die Avengers-Welt. Also die, da bin ich auch gespannt, was die daraus gemacht haben. Und dann gibt es natürlich noch andere Seasons. Also auch, es war, wo ich das letzte Mal da war, war Star Wars Season und Frozen 2 Season. Dann gibt es dann, heißt immer Season, gibt es halt so extra Paraden, extra Auftritte rund um das Schloss. Ja, das ganze, der ganze Themenpark ist auch ein bisschen dementsprechend geschmückt. Ne, also in Disney Studios waren dann überall Star Wars Flaggen und Hammer. Da gibt es dann regionale Snacks, weil ich vorhin schon gesagt habe, mit Chewbacca Becher oder X-Wing Fighter Keks regional, weil und so Endor liegt ja also, quasi neben Paris. Ja, ne? Neben Paris, genau. Direkt nebenan. Endor und ein Stück weiter ist Naboo. Richtung Süden. Oh, herrlich. Regionale Endor-Küche, zubereitet von Ewoks. Das habe ich auch hab ich rausgeschmeckt. Nee, bisschen pelzig auf der Zunge, ne? Was ich noch sagen wollte, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Im Studios, jetzt ist ein bisschen, gehen wir vom Thema ab, weg von diesen ganzen Shows oder Seasons, weil es gibt dauerhaft auch im Disney Studios, dafür ist der Park auch relativ begehrt oder berühmt, beliebt, was auch immer. Da gibt es dauerhafte Shows, also Musicals von Mickey oder Frozen gibt es da auch ein Mini-Musical. Da haben wir es noch nie reingeschafft, weil jede einzelne Vorstellung waren die Warteschlangen bis weit draußen. Oh. Es ist der Wahnsinn, wie das begehrt ist. Aber da gibt es halt nur für Interessierte dann, den Park sollte man mitnehmen, wenn man ein bisschen auch Bock hat, sich mal Shows anzugucken. Also Indoor-Shows, die jetzt nicht unbedingt draußen sind. Ist natürlich auch geil im Winter oder wenn es ein bisschen kälter ist, sich da mal aufzuwärmen. Und die Qualität ist echt der Wahnsinn. Also ich selber war schon mal auf dem Broadway-Musical und es ist wirklich vergleichbar von der Qualität der Artisten dort. Also es ist echt Hammer. Ja, cool. Also auf ein ganz anderes Portfolio und wie du selbst sagst, in der Zukunft nochmal ein ganz anderer Touch, der das Ganze bekommt. Also der Park wird sich so krass verändern, wenn die beiden oder die drei neuen Welten fertig sind. Ich glaube, dann macht er dem Hauptpark eigentlich richtig krasse Konkurrenz. Ja. So, es gibt ja nicht nur tolle Seasons, sondern es gibt natürlich auch echt geile Attraktionen. Ja. Yeah. Was sind denn deine Lieblingsachterbahnen im Disneyland Paris? Also wo sagst du, da gehst du, auch wenn du schon 100 Mal drauf warst, immer noch gerne drauf? Sag mal so deine Top 3. Top 3? Oder, auf jeden oder Fall. Brauchst du eine Top 5? Ich weiß nicht. Ich fange einfach mal an. Erzähl einfach. Also ganz weit oben ist Star Wars Hyperspace Mountain. Also habe ich, glaube ich, auch in Episode 1 schon erzählt. Also ist einer meiner absoluten Lieblingsbahnen überhaupt.
Also die Special Effects da drin, also man, ihr müsst euch vorstellen, ihr stellt euch da an und dann wird man schon so ein bisschen eingeleitet, dass man sich gleich in einer Raumschlacht befindet und man steigt dann in X-Wing und dann geht's halt los. Ist auch ein Dark Ride, also heißt vollkommener Dunkelheit mit Special Effects. Man sitzt dann im X-Wing und wenn man startet, beginnt das Intro von Star Wars. Und dann steht man quasi, weiß ich gar nicht, 45 Grad oder so nach oben und bleibt stehen und dann spricht der Kapitän, okay, jetzt gleich auf Lichtgeschwindigkeit und dann wirst du hochgeschossen. Kannst kurz, wenn man da links guckt, über das ganze Disneyland sehen, also auch das Schloss und alle anderen Attraktionen und dann rast man quasi ins Weltall. Und das ist so Hammer. Also da ist auch wirklich mit Schrauben, Loopings, alles Mögliche mit drin. Also absoluter Favorit bei mir. Platz 2 ist der The Twilight Zone Tower of Terror im Disney Studios, also ist in einem anderen Park. Die haben jetzt das Programm geändert. Ist aber keine Achterbahn, ne? Heißt, nee, es ist eigentlich keine Achterbahn. Ich sag jetzt mal die Top-Attraktion generell. Okay, mach mal, genau. Dann machen wir eine Top-Attraktion und dann beschränken wir uns nicht nur auf besser. Top 3, sondern machen einfach die besten Attraktionen im Park. Genau. Alles klar. Weil Achterbahn gibt es da halt echt nicht so viele. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, also, Big Thunder Mountain, Hyperspace, damals bei mir noch Space Mountain und Indiana Jones, Le Peril de Motherfucker oder irgendwie sowas, ne? Genau so heißt der. Und der Rock'n'Roller Coaster hier. Ja, im Studios. Der war auch noch. Ja, im Studios, ja. Also Twilight Tower, also Tower of Terror ist absolut Hammer. Also das ist auch kein klassischer Fallturm, wie man es jetzt aus dem Moviepark oder so kennt. Ich will aber nicht zu viel verraten, weil sonst geht die Magie da verloren. Gönnt euch das, ist einfach, man lacht sich da wirklich kaputt. Der wurde noch gefreshed jetzt, also der wurde nochmal refurbished, ja, der wurde nochmal, ja genau, der wurde geupdatet. Also richtig Hammer. Und danach kommt eigentlich schon Big Thunder Mountain. Ja. Den kennst du ja auch. Das ist mein ja, es ist gewesen. Meine Lieblingsbahn in Orlando gewesen und ich habe jetzt letztens nochmal alte Fotos aus Orlando rausgekramt und alte Fotos aus dem Disneyland und ich bin echt richtig so vor diesen beiden Attraktionen, siehst du mein Gesicht, Pfannekuchen lachen ohne Ende. Ich weiß noch, dass ich die ultra gefeiert habe. Ich fand die beide richtig das gut. Ist Hammer. Also wirklich, das ist wirklich der Hammer. Ich habe jetzt noch beim lieben Marc von Golden Tapes, der echt so richtig geile Freizeitpark-Vlogs macht und da richtig viel Arbeit reinsteckt und dem muss man eigentlich folgen, ob man Freizeitparks oder nicht. Der Typ macht einen Riesenjob und gerade was so Vlogs angeht. Und der hat einen Vlog geschaltet, letztes Jahr, glaube ich, war das, aus dem Disneyland Paris. Und da habe ich gesehen, dass zu Halloween da Coco so rund um Big Thunder Mountain ist. Und das sah so geil aus, einfach nur. Und Coco ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme, Animationsfilme. Ja, okay. Und das hat mir nochmal richtig gut gefallen. Ja, dann auf jeden Fall. Der Coco, der hält sich auch meistens da vor dem mexikanischen Restaurant auf. Gehen wir nochmal einen Punkt vorher, was wir vorhin gesprochen haben. Da kann man übrigens auch geil essen. Ja, okay. Also da kann man richtig gut essen. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten die nächsten Bahnen, wo ich sagen würde, okay, danach gibt so viele, die sind auf ihre eigenen Art und Weise cool. Was bei uns auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist It's a Small World, das ist eine kleine Wasserbahn. Ja. Phantomania, das ist so eine Geisterbahn, auch in der Nähe von Big Thunder Mountain. Also danach würde ich einfach alle auf einem Level beschreiben. Ja. Aber auf jeden Fall Star Wars Hyperspace Mountain, The Tower of Terror und Big Thunder Mountain sind so die Highlights. Ja. Noch, was jetzt so, ja gut, das habe ich auch vergessen hier, die Pirates of the Caribbean Bahn. Ich wollte gerade fragen, das ist ja eigentlich der Classic, ne? Ja, der absolute Classic und das ist auch die Lieblingsbahn von meiner Freundin. Da gehen wir so oft drauf, weil es einfach gemütlich ist, ist ein bisschen aufregend und es ist so liebevoll gemacht. Und wenn man dann überlegt, dass die Bahn 1992 mit Parkeröffnung da damals gebaut worden ist, ist das einfach immer noch faszinierend. Was die da für eine Technik haben. Also ich weiß, Peter Pan-Bahn. Du hast ja auch Disney Plus, wir haben das ja auch. Hm. Und da habe ich jetzt letztens The Imagineer Story gesehen. Hast du das mal geguckt? Ist auf meiner Liste. Highly recommendable. Richtig geil, da geht es allerdings um das Disneyland Anaheim und im zweiten Part auch um Orlando. Und da zeigen die Ursprungs Pirates of the Caribbean in Anaheim. Und da sind teilweise echt noch Animatronics von Anno Knippendeckel. So.
Richtig gut. Und das funktioniert Geil. immer noch. Die haben gezeigt, wie die das auch abgedatet haben mit dem Jack Sparrow Ja, Animatronik. das Und ist der sieht einfach episch. nur Also, so übertrieben realistisch aus. Das ist. ja, das haben die echt hammermäßig gemacht. Boah, Also, sowas habe ich noch nie Hammer. gesehen. Da möchte ich weinen, wenn ich das sehe. Ja, auf jeden Da möchte ich weinen. Ja, aber ich sag mal, da gibt es auch so Kleinigkeiten. Also, so wenn man jetzt auf die Attraktion zurückgeht, so Autopia zum Beispiel, ne? Das Autopia. ist so eine, so Ah, das ist diese Autopia. Auto-Selbstlenkkiste da, Ja, ne? das ist eigentlich so, also wenn man Seifenkistenrennen, jetzt so sowas, ne? Achterbahnfreak ist, ist das eher low. Ja, das sind aber echte Motoren, die da drin sind. Also die verbraten auch hier Benzin und Ja. so. Und das ist so cool. Ja, und auch noch ein Klassiker ist Buzz Lightyear-Bahn, wo man dann selber aktiv auch noch ein bisschen rumballern kann. Das finde ich auch immer cool. Ja, es ist echt heftig. Also ich finde eigentlich alle Attraktionen cool. Ich finde, ich habe auch in dem Park echt keine, wo ich sage, boah, es ist der übelste Scheiß eigentlich. Also kann man sich echt sparen. Weil alles halt wieder mit Liebe gemacht ist und überall hast du da wirklich, wirklich die Magic von Disney noch. Ja. Und das ist, was auch der Park ausmacht. Also, du hast mir, glaube ich, letztens selber auch erzählt in einem Gespräch, wo wir uns auch darüber unterhalten haben, was ein Freund von dir erlebt hat. Du fährst da halt wirklich raus und hast so ein ganz komisches Bauchgefühl, so ein Kloß im Hals, weil du hast Angst, wieder in die Realität zurückzugehen. Du willst wieder zurück. Ja. Ja. Definitiv, weil das ist für dich einfach so ein Paradies. Ja, das ist auch so. Das ist, wenn man die Imagineer-Story mal guckt, da geht es auch darum, was Walt Disney mit diesem Park auch erreichen wollte und was der sich vorgestellt hat darunter. Und er wollte es ja zu The Happiest Place on Earth machen. Und Ja. er war halt ein extremer Perfektionist und ein Treiber. Und er hat halt echt alle zur Höchstleistung da getrieben, was Qualitäts- und aber auch technische Standards anging. Und er war ja so der Ja. Erste, der im Prinzip so einen Themenpark gemacht hat. Also so Kirmes. Da sind wir wieder dabei. Kirmes, Kirmeten, Volksfeste, Dinger gab es ja schon immer. Oder keine Ahnung, da liegt eine Achterbahn, da steht was, bla bla blub. Aber er war ja der Erste, der gesagt hat, ich will da ein Gesamterlebnis draus machen. Und deswegen an der Stelle auch nochmal hohe Empfehlung. Das ist, wenn man so viel Englisch guckt. High Recommendation, highly recommendable. Hohe Ja, Empfehlung ja. an die Imagineer Story auf Disney Plus. Super interessant. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, gut, aber irgendwann ist ja mal so ein Tag im Disneyland auch vorbei. Man hat dann die Disney-Sehnsucht irgendwann und die Disney-Sehnsucht packt ein. Und wie kann ich diese Disney-Sehnsucht denn am besten, wenn ich den Park verlasse, wieder vergessen machen? Wie kann ich mich denn da am besten ablenken, wenn ich sage, so, ich komme jetzt raus und dann bin ich da und was mache ich denn außerhalb des Parks noch? Also außerhalb des Parks habe ich schon ein bisschen schon erzählt. Also Disney Village gibt es ja, ne? Also es ist halt direkt im Anschluss, also kurz vor den Eingang von den beiden Parks. Da kannst du halt deinen Abend verbringen. Da gibt es verschiedene Shows, Essensmöglichkeiten, gibt es auch ein Kino und noch ein paar Disney Stores, also wo man sich Souvenirs kaufen kann. Also ganz viel Merch und auch die Pins, die Disney Pins. Aha. Ja, also das ist auch eine Sache für sich. Also in Disneyland müsst ihr wissen, also generell in Disney-Parks ist so üblich, dass, ja, ich sag mal, Freaks oder Dauerkartenbesitzer, also Jahreskartenbesitzer oder, sag ich mal, wirklich Leute, die Disneyland feiern, Pins an sich kaufen und an so ein Schlüsselband anhängen. Und am Schlüsselband befindet sich auch die Jahreskarte. Und das war früher mehr angesagt als heute. Mittlerweile, also die Mitarbeiter haben auch alle solche Pins an. Und da kannst du halt von allen möglichen, ja, Charakteren. Es gibt da alles. Und ich persönlich habe natürlich auch Pins gekauft und sammel die auch. Und ich habe rein Star Wars Pins. Cool. Die kosten. Ja, es ist mir. Ich habe sie gerade auch hier hängen. Also, wenn man die anguckt, denkt man sich so: Boah, Hammer. Geil. Liebe zum Detail. Auch ein bisschen kitschig, ne? Weil man sagt: Okay, man trägt die da so und sagt: Cool, ich bin hier Star Wars Killer und ich habe so viele Pins an und so. Cool. Aber ich liebe das einfach, diese. Die Liebe zum Detail und dass man da halt auch nochmal ja, so Souvenirs sich kaufen kann. Weil ich habe gesagt, immer wenn ich einmal da bin, also ein Trip, pro Trip hole ich mir Pins. Und ich habe mir jetzt vor kurzem das erste Mal auch einen bei eBay bestellt. Oh. Das ist Mickey Mouse mit einem Laser, Mickey Mouse mit einem Boah, das ist Laserschwert. natürlich Also auch geil, ja, ne? ist Hammer. Also verbindet natürlich Disney mit dem Aufkauf von Star Wars quasi. Ja. War das vor Star Wars noch? Also vor Aufkauf?
Weil ich weiß ja, Sie pin- also lass mich, hm? wenn ich falsch liege, dann korrigiere mich, aber ich verbinde mit Disneyland Paris, da waren doch schon immer so ein, da war ja doch früher ein X-Wing, der stand schon immer da und war da nicht auch ein AT-AT oder sowas, die waren auch schon immer da. Hm. Da war nee, waren die nicht tatsächlich, die haben die wirklich gebaut, als die ja, Lizenzen aufgekauft Nein, wurden. Nein, ich war doch 2000 ja. Dingsbums da, da war das schon da. Dann, das war aber dann ein anderes Gerät. Das war keine, das also war keine Show oder sonst was. Das war einfach da. Es stand einfach da. Also dieser X-Wing, der da steht jetzt, ist von Star Tours und den gibt es wirklich erst seit 2016, 2017. Also nach dem Aufkauf und nach Erscheinen der Episode 7 von ja. Star Wars. Also dann, die haben auch vieles einfach umgemodelt. Also dann stand da vorher ein anderes Fluggerät und jetzt haben die da Star Wars draufgepackt. Nee, aber die haben wirklich erst die Rechte und alles Mögliche, können die das umsetzen, seitdem die Rechte gekommen sind. Aber Pins ist ja interessant. Erzähl nochmal, was das damit auf sich hat. Warum macht man das? Also man macht es eigentlich, weil ja, man schafft sich dadurch so eine kleine Erinnerung. Man ist auch, ja, man trägt das halt so und die Pin-Träger unter sich, also gerade die Jaskan-Besitzer und Disneyland-Freaks, da bestaubt man sich auch gegenseitig. Man ist auch neidisch und man kann die Dinge auch tauschen. Also es gibt wirklich so Pin-Trading-Aktionen. Oder so ein Pin-Trader, der sich in Shops aushält, dann kannst du halt tauschen. Und cool ist halt immer, wenn du so ein Motto hast. Also meine Freundin hat zum Beispiel so ein Prinzessinnen-Motto, heißt, die hat ganz viele Prinzessinnen. Ich habe Star Wars und dann, das ist einfach cool. Das gehört einfach ein bisschen so mit dazu, weil es einzigartig ist. Das gibt es nicht bei anderen Parks. Also macht einfach mega Bock, die zu sammeln. Und ich habe es halt immer in meinem Büro, Schreibtisch hier im Gästezimmer hängen. Und das erinnert mich immer dran. Man ist immer glücklich und man weiß bei jedem Pin, ey, den habe ich da und da gekauft, voll cool. Ist halt einfach nur so, ja, okay. Ja, Merch, Erinnerung und ja, Coolness-Faktor, würde ich schon sagen. Auch schon ein bisschen Schwanzvergleich so unter den Disney. Ja, schon. Auf jeden Fall. Und das Coole ist halt wirklich, wenn du da rumläufst, so als, also ich jetzt, ne, dann wirst du halt auch von den Mitarbeitern angesprochen, so, ah, oh, nice Pins, oh, I like your Pins, wow, amazing. Und ja, ist schon wer cool. Wer weiß, was der noch alles liked. Ja, yeah. Wer weiß. Nee, aber das ist wirklich so, man will da halt auch ein bisschen dazugehören, so gerade, wenn man eine Jahreskarte hat. Ja, ich verstehe das. Also ich sammle ja zum Beispiel die Geburtstagspins vom Phantasialand, weil ich bin ja immer an meinem Geburtstag da, zum Wintertraum, da kriegst du ja immer hier Happy Birthday immer auf. Und die Dinger hängen hier bei mir auch alle. Und ja, ich finde das auch cool. Es ist einfach, wie du sagst, es ist eine schöne Erinnerung. Man sieht von, ja, bei den Disney ist es wahrscheinlich die Seasons und beim Phantasialand sind es dann einfach die genau, Jahr für Jahr anders. So. Ne? Anders. Und das ist halt cool, dann siehst du, ich war da und dann siehst du anders aus. Und ja, boah, voll cool und so. Nee, aber schöne ist schon Zeit. Eine coole Sache. Aber mir fällt jetzt gerade was ein, wo wir bei Pins waren. Ich habe noch Sachen vergessen mit der Season, was auch cool ist. Und zwar gibt's auch, unabhängig von Seasons, Events im Disneyland. Und zwar gab es letztes Jahr, wo wir waren, Disney Loves Jazz. Da war im ganzen Studiopark, der war zu ab 20 Uhr im Sommer. Und dann gab es dann live Disney, also Disney in Concert in Jazz-Version. Live? Also da ist eine Band rum. Live. Ja, du gehst laufen. Dann quasi, da gibt es auch eine Stuntshow im Studios. Da hast du halt ähnlich wie im Moviepark eine Tribüne. Mhm. Und die haben dann Bühne aufgebaut mit Musikern und dann ging da halt 4 Stunden Live-Konzert und durch den Park liefen halt immer so 5 bis, ja, maximal so 10, 12 Musiker rum, eine Sängerin und dann halt, ne, mit verschiedenen Instrumenten, die haben Jazzmusik gespielt und das in jeder Ecke des Parks und das war so, das war sowas Geiles habe ich noch nie erlebt. Hast du mitgeschwurft, und ne? Eine Sache, ja, wirklich. Genau. Und alle tanzen dann so und schnipsen so vor sich hin und freuen sich und das ist echt geil. Also die, aber das finde ich das toll. Auf jeden das Fall mal gemacht finde ich wirklich cool, solche, weil das müssten die ja nicht machen, ganz ehrlich. Die Leute würden trotzdem kommen und sie machen es einfach. Ja, auf jeden Fall. Das ist geil, einfach nur. Und die andere Sache ist, wenn du eine Jahreskarte hast, kriegst du auch regelmäßig Einladung zu Jahreskarten Events, also so Abende, wo der Park geschlossen wird und du als Jahreskartenbesitzer da sein darfst und dann hat der Park so bis 1, 2 Uhr nachts auf, je nach Jahreszeit und dann spielen die alle Seasons nacheinander, also jede Stunde, jede volle Stunde ist eine Show am Schloss und weil natürlich ja nur Jahreskartenbesitzer reinkommen und die Dinger meistens in der Woche sind, ist der Park leer und du kannst einfach
Achterbahn fahren oder jede Attraktion unter 5 Minuten Wartezeit. Das ist natürlich. Und das ist halt für Jahreskartenbesitzer so der Shit. Also an die Leute da draußen, die eine Jahreskarte haben, checkt mal eure Mails. Wenn ihr so eine Einladung findet, dann organisiert euch mal ein paar Tage frei und fahrt dahin. Das lohnt sich so sehr. Wann ist das? Du kriegst immer eine Mail, das ist immer so relativ kurzfristig. Also der letzte war jetzt vor kurzem, aber da konnten wir ja leider auch nicht hin wegen Corona. Mhm. Ja, aber das ist so, weiß ich nicht, glaube ich, 4-mal im Jahr planen die das oder ja, war es letztes Jahr. Ich weiß nicht, was die dieses Jahr alles vorhaben. Aber das ist immer relativ spontan und dann setze ich in ein Auto. Du musst aber dafür ein bisschen extra zahlen. Mhm. Also wir haben damals für das Event im Dezember 40 Euro für 2 Personen nochmal draufgezahlt. Es ist natürlich nervig, weil du hast ja schon eine Jahreskarte, aber man muss jetzt extra zahlen, aber es lohnt sich dermaßen, weil du kannst da lohnt alles sich dann sehen, die, das, dafür da kannst du einfach alles du fahren. Ein und nachts nochmal so. Ja, genau. Und es ist halt auch einfach cool, so nachts da rumzulaufen und der Park ist leer. Also auch so keine Menschen da und die Beleuchtung ist ja cool und da kannst du coole Bilder machen ohne Menschen. Das ist echt immer cool. Da tun sich ja bestimmt auch manchmal total lustige Sachen zu, wenn so ein Park total leer ist. Und da hast du doch bestimmt lustige Anekdoten, die du mal aus dem Park erzählen kannst. Piu, gute Überleitung. Mr. Überleitungsking. Hammer. Nee, tatsächlich, ich habe heute den ganzen Tag überlegt, was kann ich denn so erzählen? Und tatsächlich ist mir nur eine Sache eingefallen. Also da gab es wahrscheinlich tausende so. Man hat ja immer am Tag. Das Ding ist ja, wir Gags sind ja sowieso dauerpeinlich, uns fällt das gar nicht mehr auf. Ja, nee, das behältst du auch nicht mehr, das Gehirn löscht direkt. Nee, das war so, wir waren in der Sportsbar in Disney Village und ich hatte richtig Lust auf Bier nach so einem anstrengenden Tag am Freizeitpark. Das wundert mich. Auch, und wir so, ja, okay. Ein bisschen erschreckend gerade, wie das nur vorkommen kann. Wie, ist seltsam auch, ne? Ja. Ich wusste auch nicht, was los war und dachte, okay, komm, wir bestellen uns direkt jeder 2, also insgesamt 4. Und ich habe natürlich mal wieder vergessen, dass ich im Ausland bin. Und der Kellner kam an, hat auf Englisch gefragt, ja, do you want some drinks? Und ich so, ja, 4 Bier. Und der guckt mich fragend an und meinte, hä? Und ich so, ja, 4 Bier. Und zeig auch mit den Fingern so 4. Ne? Ich dachte, ist der blöd? Und meine Freundin sagt so, nein, Schatz, du musst sagen 4 Beers. Wir sind hier. Ich so, ja, sag ich doch die ganze Zeit 4 Beers. Und guck den Kellner wieder an. Und der fängt voll an zu lachen. Und dann habe ich irgendwann gecheckt. Ich so, oh shit, ja, 4 Beers, sorry. Ja, hab dem auch nachher ein bisschen Trinker gegeben, damit der. 2 Mark. Mich noch mag. Ja. Das war echt Hammer. Ja, aber ansonsten passieren halt so wirklich immer so kleine lustige Sachen, ne? Die kann ich mich einzeln gar nicht mehr erinnern, wenn ich mich jetzt konzentrieren würde und jeden Trip nochmal analysieren würde, vielleicht. Aber es sind so viele lustige Dinge, die im Park am Tag passieren. Weil man trifft ja auch auf richtig lustige und manchmal seltsame Menschen dort. Und das sind halt alles so kleine Insider, weißt du? Ja, das ist immer Hammer. Klar. Na klar. Ja, was willst du denn jetzt, also... Es gibt ja bestimmt einige einfach, die auch sagen, ich war noch nie da, ich will aber unbedingt jetzt mal hin, nachdem du das so toll auch beworben hast. Was würdest du den Leuten sagen, die für sich entscheiden, ich möchte da unbedingt mal hin, ich möchte dem Parken Erstbesuch abstatten, was willst du solchen Leuten mitgeben? Einfach nur mal so in einem Satz, your stage. Your stage is yours, ja klar. Your stage is yours, okay. Thank you. Also, was würde ich denn sagen, ey? Gute Frage. Ja. Ja, einfach. Habe ich ihn erwischt. Das ist echt krass. Also, erstmal ladet euch diese App runter, damit ihr die Anstehzeiten gucken könnt. So, das ist so der Tipp Number One. Und dann versucht euch einfach nicht zu stressen. Genießt den Tag, genießt die Magie. Nehmt auch kleine Sachen wahr. Also, seid auch offen für. Schaut mal nach links und rechts und. Ja, dann fallen einem Sachen auf, wie krass sauber der Park auch ist. Also es ist Wahnsinn, da liegt nichts auf dem Boden. Alle Hecken und Büsche und so, die sind alle immer geschützt. Da ist nichts, wo du sagst, boah, was ist das denn hier? versucht halt den ganzen Tag mitzunehmen. Ja, habt einfach eine schöne Zeit und nutzt die App, damit ihr nicht so lange anstehen müsst, damit ihr ein bisschen gucken könnt, okay, wo soll ich hin? Und genießt auf jeden Fall das Bier danach. Definitiv. Ja,
Dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben echt viel für euch, oder Felix hat viel für euch, wo ich sage, das sind echt geile Tipps, die ihr mitnehmen könnt, wenn ihr plant, ins Disneyland Paris zu fahren. Ich für meinen Teil würde sagen, mit den Sachen komme ich auf jeden Fall schon mal Ist hey, hier. schon mal richtig weit und würde sagen, danke dir, dass du uns echt mal so aus deinem Gerne, gerne. Fundus an Wissen und Informationen uns ja einfach mal die Sachen zusammengestellt hast, weil das ist echt viel wert. Die meisten von uns fahren dahin, wissen einfach gar nichts und mit den Infos würde ich sagen, kann man sich den Tag echt gut strukturieren. Man weiß, wo man günstig Auf übernachten jeden Fall. kann, man weiß, wie man am günstigsten hinbekommt. Hinkommt, hinbekommt, hinkommt, hinbekommt, hinbekommt, Hinbekommt. hinzukommen. Und ja, Hinbekommt. dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen als vielen Dank an Sehr, sehr dich, an gerne. uns und wie immer schreibt uns in den Kommentaren, was hat euch an dieser Folge besonders gefallen? Habt ihr Fragen an uns? Interessiert euch ein besonderes Thema extrem? Brennt euch irgendwas unter den Nägeln? Und wenn das der Fall ist, dann haut's in die Kommentare, schreibt uns und schreibt uns. Und in dem Sinne, lieb Dank fürs Zuhören, Ja. dass ihr uns so fleißig ertragt und supportet. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Das Thema wird auch wieder extrem interessant sein. Wir haben uns vorgenommen, 30 bis 45 Minuten. Ich sehe gerade auf meiner Uhr, wir sind eine gute Stunde on the road. Das heißt, mal wieder nicht hinbekommen. Eskalation der Endstufe. Aber Scheiße. das ist so, so ist das bei uns. Und von daher, wenn, ja, tschüss. Ciao. Das war's mit dem Felix sein Disney. Nehme auf. Es läuft, super. Gut, alles klar. Dann Gut. fang mal an. Dann zähle ich mal runter. Droh, 2, Droh. Uno, dos, Okay. tres, cuatro. Okay. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe der Delitless Episode, Delicious. Junge! Okay. Fünfmal gesagt vorher! Wir können ein paar Outtakes noch mit reinschneiden am Ende so. Stimmt. Verkackte Starts. Bist du doch bei anderthalb Okay. Stunden, halbe Stunde Austakes. 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 Gut. Gut. Bei drei drücke was stoppe, ja? Ja. Also so 5 Minuten, ja? Ja, 5 Minuten, würde ich sagen. Alles klar. Ich hole mir dann noch ein Bis Bier. gleich. Tschö. Ja, Markus. Hallo. Hallo. Geil. Scheinbar sind wir über Alkoholismus. Guck dir das Krönchen an, guck dir das Krönchen an. Oh, lecker. Geil.